Hallöchen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge von Blank Dream und wir stellen uns nun dem nächsten Spiegel. Wir schauen hinein und mal schauen, was für eine Erinnerung wir erhalten. Vor 6 Jahren in der Grundschule, okay. Wie süß, die sind richtig klein. Usui, kommst du nicht auch mit? Wir werden uns den Geistersee anschauen. Ach, du bist so ein Mitläufer, Kachan. Das ist doch nur ein Gerücht, okay? Genauso wie die 7 Mysterien der Schule. Das ist nicht wahr. Sie haben letztes Jahr eine Leiche dort gefunden, erinnerst du dich? Und letzte Woche noch eine. Das bedeutet, der Dämon des Geistersees bewirkt, dass die Leute sich dort reinschmeißen. Das ist doch nur ein Zufall. Das ist ein ziemlich tiefer See. Und deswegen? Ach so, wählen die Leute den halt aus, um sich umzubringen. Nein, das ist es nicht. Sie sagen, dass die Leiche, die sie letzte Woche gefunden haben, exakt 1 Jahr später als die von letztem Jahr gestorben ist. Das bedeutet 1 Jahr später, zur gleichen Zeit, der gleiche Ort. Und wieder wird jemand sterben. Und beide Opfer waren Schüler der gleichen Mittelschule. Ernsthaft? Ja, das war in den Nachrichten. Das ist ja wohl kaum Zufall. Ja, das ist schon ein bisschen seltsam, dass jemand der gleichen Schule exakt ein Jahr später stirbt. Das liegt daran, dass der Geistersee Opfer will. Bestimmt gibt es dort einen bösen Geist, der schwarze Magie anwendet. Wir sollten ihn erledigen. Alles klar. Ich schätze, dann sollten wir tatsächlich mal nachschauen. Hört sich zwar mehr nach einem Plot an als nach einem Geist, aber ich werde mitkommen. Alles klar, Teruhiko. Dann lass uns gehen. Usui, komm später zur Station. Ich glaube, das könnte dir auch gefallen. Usui. Jungs mögen solche Sachen, ha? Aber es ist ziemlich gruselig, wenn ich darüber nachdenke, dass dort jedes Jahr am gleichen Tag jemand stirbt. Oh Mann, in sowas Seltsames möchte ich mich nicht einmischen. Und wenn nur wir Kinder alleine dorthin gehen, werden außerdem unsere Eltern sauer sein. Wir sehen uns, Mishido. Du solltest schnell nach Hause gehen. Und dich nicht einlassen auf dieses Zeugs. Okay, da ist noch ein Junge. Wahrscheinlich müssen wir mit allen reden. Da ist eine Pflanze, da kann ich aber nichts machen. Fenster. Es gibt noch Leute im Klassenzimmer. Mishido könnte aufgehalten werden. Wie ist das gemeint? Okay, das ist ein Schrank voller Reinigungsutensilien. Eine Menge Besen sind da, aber sonst nichts weiter Auffälliges. Okay, da ist noch ein Schüler. Hä? Wo ist denn mein Stift hin? Vielleicht habe ich ihn verloren, als ich Verstecken gespielt habe. Oh nein, sag mir nicht, ich soll jetzt den blöden Stift finden. Da sind Bücher drin für den Unterricht. Da sind auch ein paar Bücher aus der Bücherei. Aber ansonsten nichts Auffälliges. Und hier? Das geht nicht auf. Vielleicht ist ja jetzt hier doch was. Nee, kein Stift. Stimmt, müssen wir diesen Stift finden, aber... Aber wo soll denn der sein? Soll ich jetzt ernsthaft jeden einzelnen Tisch absuchen? Das kann doch nicht euer Ernst sein. Außerdem bei Hide and Seek hätte ich jetzt eher gedacht, dass der wirklich da im Schrank drin ist, der Stift. Aber... Oder es ist doch da? Nee. Ah, okay. Das ist der Schreibtisch des Lehrers. Ah, da ist ein Stift unter dem Podium. Alles klar. Bitte sehr. Oh, mein Stift. Wo hast du ihn gefunden, Mishido? Oh mein Gott, schon wieder AVG-Antivirus. Sekunde. Jetzt läuft es gerade nicht weiter, das Spiel. Einen Moment. Jetzt. Okay, unter dem Schreibtisch des Lehrers? Okay, ich hatte mich da versteckt beim Versteckspielen, daher. Jedenfalls danke, dass du ihn gefunden hast. Ich gehe jetzt nach Hause. Wir sehen uns morgen. Ach so, jetzt verstehe ich. Jemand könnte mich aufhalten beim Rausspringen aus dem Fenster. Oh Gott, okay, verstehe. Das Fenster bietet dir eine gute Aussicht über eine dir bekannte Stadt. Wenn du hinausspringst, wird das Sekunden des Grauens bedeuten und dann ein plötzlicher Schmerz. Mishido öffnete das Fenster
und sprang aus dem dritten Stockwerk der Schule. Und wieder haben wir uns umgebracht. Oh Gott, gleich auf dem Rückweg passiert irgendwas wieder. Ah, Hilfe, ich will nicht. Okay. Sie stand wieder vor dem Spiegel. Sie spürte einen starken Schmerz und konnte nicht richtig sehen, aber trotzdem, sie hatte keine einzige Wunde. Ja, es gab Gerüchte über diesen Geistersee damals. Das war vermutlich der Moment, in dem auch die Gerüchte rund um den Spiegelsee begannen. Aber letztlich, nach dem zweiten Tod, gab es keine weiteren Zwischenfälle mehr am Mirror Lake. Grundschule. Ich glaube, das war eine ziemlich lustige Zeit gewesen. Wieder hat sie ein Stück Erinnerung, aber hat etwas Wichtiges verloren. Ah, oh, bestimmt ein neuer Schlüssel, damit wir weitere Orte betreten können. Ich weiß jetzt gar nicht. Eigentlich müsste ich wahrscheinlich hier sinnvoll speichern, damit wir später nicht so viel spielen müssen erneut, um die anderen Enden zu bekommen. Aber ich habe ein bisschen den Überblick verloren. Oh, geil, wir haben jetzt den Goldschlüssel. Okay. So, was erwartet uns? Ich renne schon mal. Ah, ist nichts passiert? Es ist nichts passiert, ein Wunder. Ein Wunder ist geschehen. Mit euch alles gut? Das ist das Gleiche. Und hier? Okay, leider nichts Neues. Und dann können wir jetzt aber einen güldenen Raum öffnen. Der ist jetzt offen. Hier waren wir schon drin, ne? Genau, das hatten wir erledigt. Ich gucke nur einmal kurz, damit ich den Überblick habe. Ah, hier ist auch noch ein goldener. Okay. Den hatten wir und den hier oben hatten wir auch. Und gerade eben hatten wir das. Ja, super. Na, dann nehme ich jetzt erstmal den hier. Okay, schön vorsichtig. Was steht denn da? Willkommen, Master, im Reich des Blutes. Ach, ich habe ganz vergessen, das Schild zu lesen. Haha. Reich des Blutes. Ach ja, doch. Hatten wir schon mal, glaube ich, nebenbei gelesen. Bade darin, wenn du es wünschst und werde verrückt. Und werde wahnsinnig. Wir führen dich zu dem Spiegel schnell und ohne Unterbrechungen. Sehr verdächtig. Okay. Hier sind jede Menge Statuen. Die wurden richtig poliert, damit sie scheinen, damit sie glänzen. Und hier sind Geschenke. Da wird man schon ganz aufgeregt, wenn man sie sich nur anschaut. Okay, dann gehe ich mal weiter. Was haben wir hier? Denke erstmal nicht darüber nach, zurückzukehren. Ah, es geht tatsächlich nicht. Es ist weg. Scheiße, die Tür. Wenn du erschöpft bist, genieße ein angenehmes Mahl. Okay. Würde ich da langkommen? Scheiße. Oh nein. Oh je. Ist hier überhaupt irgendwo ein Ende oder ist das endlos und ich muss neu laden? Ich glaube, da kommt nichts. Ich gehe mal kurz nach unten. Ah, man muss nach unten gehen. Ach, da kommt man da wieder raus. Ist ja interessant, okay. Haben wir hier noch eine andere Tür? Ist da eine Tür? Nee, da komme ich nicht durch. Und hier? Ah, da kommen wir wohin. Und was steht da? Wenn du etwas siehst, das du magst, kannst du dich gerne entspannen. Ein wunderschönes Gemälde. Ein hübsches weißes Kleid. Ein Piano, aber Michido kann nicht spielen. Ein Tisch mit einer Vase. Eine große Standuhr. Ihr Alter ist offensichtlich. Wow. Okay. Ich dachte, es passiert jetzt irgendwas. Viele dicke Bücher, so dick wie Wörterbücher. Und das sind ganz viele Bücher über Wissenschaften. Psychologie. Und wieder ganz viele Geschenke. Okay. Ach, jetzt bin ich wieder falsch quasi gegangen. Also ist das ein bisschen so wie ein Labyrinth. Aber ich frage mich auch, was ist denn hier mit dem Essen? Soll ich das nicht einmal ausprobieren? Ich gucke mir die Sachen mal an. Nicht alkoholischer Wein. Viele frische Früchte. Das kann ich mir nicht anschauen. Was haben wir da? Da ist Tee. Er hat genau die richtige Temperatur. Ah, ich kann mich aber gar nicht hinsetzen. Das ist das Problem. Ich komme da nicht ran. Okay, dann gehe ich mal weiter und benutze aber die richtigen Türen, sagte sie und vergaß, wo sie langgelaufen war. Ah, okay.
Also ist es bis jetzt unten, unten. Okay. Hier haben wir ein Bett. Wenn du es wünschst, kannst du dich hier ausruhen. Der Spiegel ist zu deiner Linken. Zu meiner Linken, also hier. Okay, na, ich weiß ja nicht. Wir werden es ausprobieren. Der Teddybär starrt uns an. Ein großes Bett mit einem, ja, so ein Tagesdecke, glaube ich. Weich genug, dass dein Körper darin versinkt. Dann probiere ich mal, ob die uns anlügen oder ob das wahr ist. Ich probiere es mal. Oh. Unten, unten, oben. Hä, ist der wirklich jetzt schon hier? Das ist aber verdächtig. Und hier ist alles so blutig, aber okay. Der Spiegel zeigt Mishiros Reflexion, aber sie hat ein mieses Gefühl, anders als je zuvor. Ich schau mal trotzdem rein. Vor 2 Jahren, Mittelschule. Hey Yusui, du bist spät dran. Weil ich Sport hatte. Ist mir doch egal. Gib uns unsere Hausaufgaben. Du hast sie doch gemacht, oder? Ah, ich habe echt keinen Bock, noch 3 Arbeitsblätter für Mathe zu erledigen. Danke, kleine Usui. 1000 Yen muss ich dir aber leider abknöpfen für jede falsche Antwort. Du bist sowieso reich. Das ist also schon ausreichend, Verantwortung, ha? Was tue ich da? Ach so, nee, das sagt sie jetzt. Was tue ich da? Ich lebe wie eine Sklavin für diese Müllleute. Hörst du mir zu, Isui? Immer bist du mit deinen Gedanken woanders. Ach ja, das ist die blank starrende Usui, richtig. Weiß die Klasse überhaupt, dass du eine Schülerin bist? Wenn du nicht ein bisschen auf dich aufmerksam machst, wird dich keiner bemerken. Ich habe jetzt seit 3 Monaten mit ihnen zu tun. Sie versuchen einfach nur Stress abzulassen wegen der kommenden Klausuren. Die gehen ja sowieso nicht auf eine richtige Highschool. Das ist es, was ich mir immer selber sage, während ich zulasse, dass sie mir das antun. Mein Großvater ist vor kurzem gestorben, ein berühmter Künstler. Und deswegen gab es viel Stress in der Usui-Familie, wegen seines Erbes. Also kann ich nicht mit meinen Eltern sprechen und ich kann auch nicht aufhören, zur Schule zu gehen. Zu Hause kümmere ich mich um meine Familie und an der Schule um diese Loser. Ich spüre, dass ich also einsam bin, traurig, zweifelnd. Wozu lebe ich überhaupt noch? Ich bin diejenige, die immer mehr Stress aufbaut, nicht ihr Idioten. Sag mal, wusstest du das? Ich weiß es. Anders als gedacht mag sie wirklich gerne rüschige Outfits. Also anders als sie ausschaut, mag sie wirklich gerne rüschige Outfits. Hä? Ernsthaft? Total so Gothic Lolita und so ein Zeug? Ja, wenn sie in ihrer Freizeit läuft sie so rum. Na, das ist ja mal was. So niedlich. Usui, willst du etwa eine Prinzessin sein? Ach, redet nicht über die Vorlieben der Menschen so abfällig, ihr. Nun, es ist an der Zeit, Usui. Zeig uns doch deine niedlichen kleinen Klamotten. Usui, lass uns ein paar Fotos schießen. Bitte. Macht mir nicht auch noch die eine Sache kaputt, die stressfrei ist. Bitte. Mischt euch nicht in mein Privatleben außerhalb der Schule ein. Hörst du mir zu? Bring uns deine liebste Kleidung, am Sonntag oder sowas. Wir werden eine kleine Fashion-Show veranstalten. Weißt du, wer hätte das gedacht, Usui? Immer so ein seltsames, grummeliges Mädchen. Aber heute wirst du die Rüschenprinzessin. Oh, so niedlich für ihr Alter. Macht mich nicht noch verärgerter, oder... Macht mich nicht noch ärgerlicher. Nee, verärgerter ist besser. Hä, sagst du gerade etwas? Was, Usui? Willst du dich etwa beschweren? Hey, haltet eure Klappe, Jungs. Usui will etwas sagen, hä? Gut sein wahrscheinlich? Lass es gut sein, nehme ich an, wollte sie sagen.
Das reicht. Ach so, nee, das ist sie wieder. Das ist total verwirrend. Das reicht nicht. Nee, das geht nicht. Ich spüre, dass meine Emotionen außer Kontrolle geraten. Wenn ich weiter still bin, werden sie vielleicht von mir gelangweilt sein. Das ist nicht weise. Also bitte, greife nicht in meine Tasche. Greife nicht nach dem, was sich dort drin befindet. Wenn ich danach greife, wird es die Welt umkehren. Was bitte? Sag es doch mal laut und deutlich, Cutie Pie Usui. Lass es gut sein, du. Ja, in jenem Moment nahm Mishiro Usui ein kleines verstecktes Messer aus ihrer Tasche und griff damit den Fiesling an. Es hinterließ eine Spur aus Blut auf der Hand des Mädchens, 6 Zentimeter lang. Sofort nach dem Zwischenfall hörte ein Lehrer das Schreien und kam angerannt. Es war keine schlimme Wunde, also beeinflusste es nicht meinen bisherigen Schulverlauf, also es verhinderte nicht, dass ich meinen Abschluss machen konnte. Und diese Fieslinge kamen mir nicht mehr zu nahe, aber auch sonst niemand in meiner Klasse. Und als meine Eltern von dem Zwischenfall hörten, vor allem meine Mutter, ist total sauer geworden. Sie hat mich sehr harsch diszipliniert und jederzeit kontrolliert. Ja, das war diese Erinnerung. Okay, ich könnte jetzt sagen, dass ich mich noch nicht töten will. Hier ist noch mehr zu tun. Das könnte nur eine Vision der Vergangenheit sein. Aber das hier ist nur eine Darstellung, eine Illusion, die vom Spiegel kreiert wird. Das basiert nur auf meinen Erinnerungen. Also welchen Grund könnte es geben, hier zu bleiben? Vorher hat das Blut und die Schreie mich wieder zu Sinnen gebracht, aber nun ist es anders. Nun, da meine Seele stärker geworden ist, weil sie die Welt bereist hat, also diese Welt bereist hat. Ich kann sie töten, hinterlasse keine Überlebenden. Ich bin überzeugt, dass ich es tun kann. Ich werde zulassen, dass mein Hass endlich einen Ausweg findet. Wenn auch nur hier im Spiegel. Ich werde Wiedergutmachung erfahren. Selbst wenn es nur hier ist. Ich werde dafür sorgen, dass diese schrecklichen Leiden. Ich blute. Geht es dir gut? Du bist ja verrückt. Das ist ja voll crazy. Ich frage mich, ob das ein Bad End ist. Vergib mir. Ich werde sterben. Es schmerzt. Nein! Hör auf, das ist nicht lustig! Nein, ich habe Angst, ich will nicht sterben! Bitte, lass mich doch zumindest leben! Hör auf, das ist schrecklich! Wir geben nach! Du hast gewonnen! Oh, bitte, Usui, töte mich nicht! Nein! War es so simpel? War es angenehm? Und war es so kurz gewesen? Es ist fast so, als wäre nichts mehr von Bedeutung. Ihre Augen wurden ganz rot. Ich bin du und du bist ich. Oh, mein armes Ich. Du hast in den Spiegel geschaut und bist verrückt geworden. In seine Erinnerungen zu schauen kann bedeuten, dass man einen Deckel öffnet und ein vergangenes Trauma wieder durchlebt. Es ist ein neuer Herrscher angekommen und trotzdem ist es so gekommen. Bis dahin, ich kann nicht hoffen. Ach so, wahrscheinlich wird daraus nichts Gutes erwachsen. Ah, okay, wir haben eines der Enden, das ist ein Bad End auf jeden Fall. Mistakes repeated, she too was lost to madness. Also die Fehler wurden wiederholt, auch sie ist verrückt geworden. Interessant, okay. Okay, das ist ja interessant. Dann haben wir, wenn es Ending 5 gibt, gibt es also mindestens 5 Enden, wenn nicht noch mehr. Oh, das ist krass. Okay, ihr Lieben, dann würde ich sagen, werden wir beim nächsten Mal, ja... Machen wir hier weiter oder gehen wir erst in die andere goldene Tür? Nee, ich glaube, ich werde das hier machen und dann werden wir uns aber umbringen. Genau.
Und dann, denke ich mal, wird es weitergehen. Aber vielleicht hat das dann auch schon Auswirkungen auf das Ende. Also, dass wir wieder was anderes bekommen. Aber mal schauen. Na gut, ihr Lieben, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.